Von Sabine Oelmann. Der Begriff Gutmensch ist ja in Verruf gekommen. Doch es gibt sie noch, diese guten Menschen. Sie lassen es sich nicht nehmen zu helfen und haben dennoch Spaß. Sie sammeln Geld und gute Laune, um es an die weiterzugeben, die das nicht haben. Musik verbindet unter Umständen sogar Kontinente. Die Bedingungen sind nicht immer einfach, aber wenn man will, dann geht bekanntlich alles. Markus Leonhard will. Der Arzt aus Leidenschaft geht seiner ursprünglichen Tätigkeit zwar nicht mehr nach, ist aber als geschäftsführender Vorstand bei Amrefeld Afrika Deutschland ganz nah dran an den Themen, die auf unserem Nachbarkontinent Afrika das Leben bestimmen. Mit einem Konzert der Extraklasse nun hofft er, Aufmerksamkeit für ein Thema zu erreichen, das in unseren Breiten grausamer nicht klingen kann, die weibliche Genitalverstümmelung. Leonhard, es muss sich etwas ändern. Wir beziehen inzwischen die Männer und die Stammesältesten dabei ein, diese Riten zu ändern. Am schwierigsten zu überzeugen sind dabei oft die Mütter, denn die sagen, das haben wir überlebt, also wird meine Tochter das auch durchstehen. Unterstützt wird er bei diesem Vorhaben zum Beispiel von Habib Koité, einem der erfolgreichsten afrikanischen Sänger des 21. Jahrhunderts und Malis laut Rolling Stone größtem Popstar. Koité gibt nun anlässlich des 60-jährigen Jubiläums von Amrefeld Afrika ein lang ersehntes Konzert. Der Musiker, der für seine mitreißenden Live-Auftritte bekannt ist, begeistert seit mehr als 30 Jahren Fans auf der ganzen Welt. Auf seinem aktuellen Album So erzählt er vom Glück, seine Wurzeln zu kennen. Es ist eine musikalische Liebesbotschaft über die Freude, zu Hause zu sein, über das Glück, in Mali zu sein und die eigenen Wurzeln zu spüren und zu schätzen. Die Menschen in Afrika sind bereit, ihr Leben zu riskieren, um nach Europa oder in die USA zu fliehen. Aber sie sind nicht bereit, dieselbe Energie darauf zu verwenden, hier in Afrika etwas aufzubauen. Das Leben kann wunderschön oder grausam sein, überall auf der Welt. Auch wenn Mali arm ist, wir haben eine gute Lebensqualität. Man geht lächelnd durch die Straßen und bekommt ein Lächeln zurück, so Habib Koité. Musikalisch Unterstützung bekommt er von der Nils Kerscher Group unter ALY. Der deutsche Sänger mit dem skandinavischen Namen singt, als wäre er in Westafrika aufgewachsen. Und tatsächlich ist er seit seiner Jugend bei zahlreichen, hochkarätigen, afrikanischen Meistern in die Lehre gegangen. Nils Kerscher singt auf westafrikanischen Sprachen, auf Englisch und auf Finnisch. Sein letztes Album Suko stieß international auf große Resonanz in der internationalen Weltmusikszene. Er wurde dafür zum Beispiel schon mit Peter Gabriels Real World Studio verglichen. Besucher seiner Konzerte schätzen seinen mal filigranen, dann wieder kraftvollen Gesang und der Authentizität seiner Stücke allerfeinster Weltmusik-Crossover. Last but not least komplettiert die in Paris geborene ALY den Abend. Die Sängerin mit senegalesischen Wurzeln findet ihre Spiritualität in ihrer Kreativität und dem Ursprung ihrer Musik. Mit einer Mischung von Folk, Jazz, Afro, Pop und Weltmusik verbindet ALY verschiedenste Musikrichtungen zu einem Klangerlebnis, das die Zuhörer tief in ihren Bann zieht.